Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Princess Jing. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Princess Jing. Ich meine, ich habe sogar vor ein paar Jahren ein Video veröffentlicht. Und der einzige Punkt, ja, der mir ein bisschen missfallen hat, missfallen jetzt nicht, aber ich fand es schade, weil das gab es damals ja quasi nur in der englisch-französischen Version. Und jetzt, ja schon ein bisschen länger, aber es gibt es jetzt als deutsche Version, deutsche Regeln bei Board Game Box, also jetzt auch für den deutschen Handel verfügbar. So, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, aber 8 Jahre, dazu später mehr im Fazit, 25 Minuten Spielzeit. Und in diesem Video werde ich euch die Abläufe kurz und knackig dann vorstellen. Es gibt zwei Spielvarianten, eine Einfach-Spielvariante und durchaus auch was für Jüngere und eine, wo ein bisschen anspruchsvoller ist. Und im zweiten Video gibt es auch eine Gameplay-Sequenz, ich glaube mit der einfachen Version, sodass ihr ein Gefühl bekommt, glaube ich, über mehrere Partien, ob das denn was für euch ist. Princess Jing, Autor Roberto Fraga, Illustration NEAD. Und wenn ihr euch, oder wenn ihr da mal einen Blick drauf werft, seht ihr jetzt in der Kameraeinstellung, das ist einfach klasse. Das ist wirklich klasse gemacht, wenn man hier die einzelnen Elemente sieht, die Figuren, die man hier benötigt, wirklich klasse. Und weil oftmals eine Frage kam, ich vergesse es ja gern, das lässt sich auch in der Box super verstauen. Ihr müsst es nur am Anfang für die erste Partie aufbauen und habt dann im Spielverlauf, wenn ihr das wieder einpackt, habt ihr wieder alles in der Box verstaut. Das gleich als Hinweis, und ich vergesse es hier nachdem im Fazit, also ihr könnt das einfach herausholen und platziert das einfach so, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Man sitzt sich hier gegenüber, ich habe die Kamera ein bisschen anders eingestellt, dass ihr das meist auch gut erkennt, also man sitzt sich auf jeden Fall gegenüber. Für das einfache Spiel braucht ihr auch nicht alles Material, weil letztendlich braucht jeder grüne Spieler, nimmt einen der grünen Wächter und platziert es hier auf das mittlere Feld der gegenüberliegende Seite. Der andere Spieler macht es auch so und stellt es auf das mittlere Feld der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, die anderen Wächter braucht ihr gar nicht. Diese Kärtchen, die hier beilegen, braucht man für das einfache Spiel auch nicht. Liegt also auch zusammen oder zur Seite. Das gleiche gilt auch für diesen Spiegel. Eine Person, jede Person hat ja noch so einen Spiegel, auch wir brauchen nur eine. Das heißt, was wir jetzt vor uns liegen haben und die Tierblättchen kommen auch noch auf die Seite, ist quasi eine Person mit einem Spiegel. Dann haben wir hier die Prinzessin und hier natürlich auch noch eine Zofe. Ich hoffe, man sieht es. Ich werde aber im Verlauf der Partie bzw. im Verlauf des Videos ein paar Bilder einbinden. So, und jeder nimmt sich quasi die 5 Sichtschirme vor sich und zwar die, wo vor einem liegen und platziert jetzt hier die Zofe bzw. die Prinzessinnen in diesem Bereich. Und das macht jeder für sich. Beziehungsweise wird man natürlich hier die einzelnen Bereiche natürlich noch verschieben, sodass man immer weiß, wo denn letztendlich die Prinzessin und wo die anderen Figuren sind. Ich mache es jetzt einfach mal so, dass man es jetzt ein bisschen sieht. Es lässt sich auch gut reinstecken in die einzelnen Elemente und so habt ihr das jetzt quasi vor euch. Und die anderen stellt ihr natürlich auch vor euch und ihr mischt sie je nachdem oder platziert sie ein bisschen anders, aber irgendwann habt ihr vielleicht eure Anordnung gefunden. Das machen beide Spieler. Das heißt, in dieser Spieler hat das jetzt schon gemacht. Ihr seht die Anordnung. Der andere Spieler, das überspringe ich jetzt einfach mal, hat das auch gemacht. Das heißt, hier habt ihr quasi euren Bereich. Und wenn ich hier seitlich drauf schaue, sehe ich nichts. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch gegenüber sitzt. Also ich erkenne hier nichts. Sei denn, die Figur mit dem Spiegelhalter ist irgendwann nach vorne gerückt. Dann erkennt man natürlich schon ein bisschen was. Aber was ist denn überhaupt Aufgabe? Ich rede jetzt hier für das einfache Spiel. Und in dem einfachen Spiel ist es quasi Aufgabe, seine Prinzessin, und das ist die Prinzessin mit dem Kopfschmuck, quasi ihn auf diese Position zu bringen, auf dieses Feld zu ziehen. Das heißt, das ist meine Aufgabe. Habe ich das geschafft, dann habe ich oder Mitspieler das Spiel gewonnen. Wenn ich am Zug bin, dann bewege ich meinen Sichtschirm. Das ist verpflichtend. Das heißt, ich nehme praktisch einen Sichtschirm und ja, setze den zum Beispiel hier hin. Ich hätte ihn auch, das ist auch wichtig, diagonal drehen können. Ist auch wichtig. Ich muss keinen von der Startreihenfolge nehmen. Ich kann also auch hier diesen und einfach hier rüberziehen. Ist alles möglich. Und so weiß der Mitspieler natürlich nicht, bin ich jetzt mit einer meiner Figuren gefahren oder vielleicht mit dem leeren Bereich. Also das ist ganz wichtig. Und das ist quasi die verpflichtende Aufgabe. Ihr habt auch, und das wird eher selten genutzt, die Möglichkeit, eure Prinzessin wieder zurückzuziehen. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, wo haben wir die Prinzessin?
hier haben wir die Prinzessin, die steht irgendwann hier vielleicht hier vorne oder auf der Seite und der Mitspieler weiß es vielleicht. Dann kann ich in meinem Zug auch sagen, nein, ich möchte tauschen und zwar meine Prinzessin möchte ich tauschen. Die soll dann wieder schön praktisch in meine erste Linie zurückkehren. Der andere Spieler verdeckt natürlich die Augen. Also wird selten gemacht, aber nur als Hinweis. Das heißt, die erste Option verpflichtend, ihr nehmt quasi einen Bereich und tauscht quasi die Position dann aus. Dann ist der nächste dran am Zug. Es sei denn, ich weiß, wo die gegnerische Prinzessin ist. Dann habe ich noch einen optionalen Zug und sage, hier ist die Prinzessin. Oh nein, da ist sie tatsächlich nicht. Ja, dann habe ich Pech gehabt. Der Mitspieler freut sich, weil er hat gleich zwei Züge, zwei verpflichtende Züge. Kann also gleich zweimal tauschen, je nachdem gewinnt man gleich das Spiel. Und deswegen auch ein separates Video, wo ich das euch zeige. Das heißt, erster Zug verpflichtend, ihr tauscht praktisch zwei Positionen dann aus. Oder ihr nehmt die Prinzessin zurück, verpflichtend. Die zweite Möglichkeit, beziehungsweise der zweite Zug, optional, ihr tippt auf einen Bereich und sagt, da ist die Prinzessin vom Mitspieler, dann wird es geprüft. Liegt man richtig, hat man nochmal einen Zusatzzug. Liegt man falsch, freut sich der Mitspieler, weil der hat gleich zwei Züge, also maximal zwei Züge. Und so wird gespielt praktisch, bis ein Person praktisch direkt vor der Wache dann landet und sagt, hey, ich habe gewonnen, ich bin direkt bei meinem Schatz, bei meinem Liebling hier und habe dadurch das Spiel gewonnen. Jetzt habt ihr das einfache Spiel gesehen, aber irgendwann wollt ihr auch ein bisschen anspruchsvoller spielen. Und so habe ich es jetzt auch schon ein bisschen aufgebaut. Das heißt, es kommt nicht nur ein Wächter oder eine Wächterin zum Einsatz, sondern gleich drei. Das heißt, gleich drei Wächter werden auf der gegenüberliegenden Seite platziert. Für den Aufbau, habt ihr jetzt auch ein bisschen vorbereitet, nutzt ihr praktisch die zwei vorderen Reihe, also von eurer Sicht die zwei vorderen Reihe. Wichtig ist nur, Prinzessin und Zofe müssen in der vordersten Reihe stehen. Wo ist egal. Wir haben zwei Spiegelhalter, das heißt zwei Personen mit einem Spiegel, die haben wir jetzt hier, wo jetzt zum Einsatz kommen. Und wir haben natürlich auch zwei Tiere. Aber Jörg, du hast am Anfang drei Tiere gezeigt. Ja, ich habe meine drei Tiere, die nehme ich, suche mir zwei Tiere aus und das andere Plättchen, das mache ich hier auf die Seite. Sollte natürlich mein Gegenüber nicht sehen. Das heißt, es sind jetzt noch hier zwei Tiere hinterlegt. Wo habe ich sie hinterlegt? Hier zum Beispiel ist das eine Tier dann hier abgebildet. Der Mitspieler macht es genauso. Das heißt, er platziert auch hier die Wächter auf der gegenüberliegenden Seite. Die zwei Spiegelhalter werden auch platziert. Zofe und Prinzessin in der vordersten Reihe. Und auch hier drei Tiere habe ich. Ich darf ja nur zwei nehmen. Ich nehme diese zwei und das andere kommt raus und platziert die auch. So, jetzt ist es anders. Die Prinzessin muss natürlich zur Wache finden. Aber zu welche dieser drei Wachen? Ist also ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, die Person bzw. jeder nimmt sich seine drei Kärtchen und wählt sich praktisch ein zufälliges Kärtchen dann aus. Und das ist quasi die Aufgabe. Das heißt, man muss jetzt herausfinden beim Mitspieler, welche Tiere hat der Mitspieler denn im Einsatz, also hier zum Einsatz gebracht. Weil es gibt ja keine drei. Welche zwei? Ich muss also die Kombination finden. Sind es diese zwei oder diese zwei Tiere? Habe ich das herausgefunden? Dann laufe ich mal mit meiner Prinzessin zu der jeweiligen Wache und habe das Spiel gewonnen. Aber wie soll ich herausfinden, welches Tier denn mein Mitspieler hat? Ich kann ja nicht draufschauen. Das ist ja auf der anderen Seite. Naja, ihr könnt schon draufschauen. Und jetzt kommt das coole Element, was natürlich auch eine Rolle spielt, wenn man das Ganze mit der einfachen Variante spielt. Da wird geguckt und deswegen auch ein separates Video, damit ihr da einen besseren Eindruck bekommt. Ihr habt ja diese Figuren mit dem Spiegel. Und genau diese Spiegel kommen jetzt zum Einsatz. Ihr habt gleich zwei Figuren mit einem Spiegel, weil ihr müsst quasi herausfinden, welche Tiere der Mitspieler hier platziert hat. Und das schafft ihr quasi nur mit dem Spiegel, weil ihr schaut ja hier in den Spiegel dann rein und seht natürlich auch, welches Tier. Ob die Prinzessin noch da ist, natürlich auch. Das seht ihr. Also ihr müsst die beiden Tiere finden und habt ihr beide Tiere gefunden mit Hilfe eurer Spiegelfiguren. Da nehmt ihr Prinzessin oder ihr habt sie schon vorne platziert und sagt, ja, da muss ich hin, das ist die Wache, dann zeige ich meinen Auftrag und passt es, dann hat der oder diejenige das Spiel gewonnen. Es fehlt allerdings noch eine Kleinigkeit. Ja, bisher war es schon ein bisschen anspruchsvoller, soll es auch sein. Aber es gibt die Option, beziehungsweise ja, eine Option, den sofortigen Stillstand herbeizuführen. Hier wieder, mit dem Spiegel. Das heißt, sehe ich da die gegnerische Prinzessin? Ja, dann kann ich sagen, Prinzess Ching,
Ich hoffe, ich klicke richtig, weil sonst habe ich gleich das Spiel verloren. Die Zofe war falsch. Nein, es muss die Prinzessin rein und sein. Und rufe ich das Prinzess Ching, dann wird natürlich kontrolliert und je nachdem passt es dann. Und dann habe ich sofort, wenn ich richtig lege, 5 Aktionen. Ich sollte in diesen 5 Aktionen also möglichst, je nachdem schon wissen, welche Tiere der Mitspieler dann hat, oder je nachdem gleich mit der Prinzessin zu der jeweiligen Wache ziehen, weil nur dann habe ich auch das Spiel gewonnen. Ist also ein riskantes Unterfangen, überlegt euch also diesen sofortigen Stillstand, je nachdem, herbeizuführen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit. Ich habe es ein bisschen ausführlicher gestaltet. Ich hoffe, ihr seid jetzt mit allen Regeln klargekommen und ihr wisst je nachdem, ob das Spiel was für euch ist. Ihr habt ja gesehen, mit den einfachen Regeln, das geht zügig, das geht richtig schnell. Da spielt ihr ein paar Minuten, da seid ihr vorne oder auch hinten gelegen und habt verloren, dann gibt es gleich wieder eine Revanche. Genau deswegen auch ein weiteres Video, damit ihr mal einen Eindruck bekommen könnt von diesem einfachen Spiel. Wenn ihr das allerdings oft gespielt habt und wollt eine Hürde mehr, dann ist das mit dem Spiegel, mit diesen 3 Wachen, mit den Kärtchen genau das Richtige. Und dann geht es auch ein bisschen länger. 25 Minuten steht da. Dann spielen wir auch mal 15, 20 Minuten. Und dann wird es wirklich ein Machtkampf. Und dann geht es hin und her. Und das macht richtig Laune. Das macht mir richtig viel Spaß. Das ist natürlich anspruchsvoller, aber 8 Jahre, 9 Jahre, das passt aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil ihr normalerweise erst mit der einfachen Spiel dann beginnt. Optisch, Material, Grafik, wow, ein wirklich klasse Zwei-Personen-Spiel. Wenn ich da hinten schaue, ich habe euch schon so viele Zwei-Personen-Spiele vorgestellt. Jetzt wird es auch Zeit, euch das Ganze jetzt gleich mit 2 Videos zu präsentieren, weil Princess Xing ist wirklich so ein kleines Highlight an Zwei-Personen-Spielen, wenn man auch auf die Optik etwas mehr Wert legt. Und hier habt ihr wirklich alles. Und das Positive, ich habe es ja vorhin erwähnt, ihr braucht das nicht auseinanderbauen, sondern legt das wirklich in die Spielschachtel rein. Und das ist ein weiterer Pluspunkt von diesem Spiel. Ihr könnt also recht zügig beginnen und losspielen. Und das Spiel hat jetzt seit Jahren bei mir so einen hohen Wiederspielreiz, dass es jetzt auch endlich mal Zeit geworden ist, gerade jetzt auch, wenn es als Deutsch auf deutsche Version verfügbar ist, das Ganze euch zu zeigen, weil jetzt endlich bekommt ihr es fast überall im Handel. Ihr müsst mal schauen über die unten genannten Links, die ansonsten direkt bei Boardgame Box beziehungsweise teilweise auf Messen ist es auch verfügbar. Ein wirklich klasse Spiel, eine ganz klare Empfehlung, was Zwei-Personen-Spiele angeht. Wir spielen es auch gerne in der Familie, weil es auch flott geht, abhängig natürlich vom Mitspieler, Mitspielerin mit der einfachen Variante. Und ja, Thomas beispielsweise, der hat es ja auch daheim, der spielt es auch sehr gerne, aber ganz klar mit der anspruchsvollen Variante oder mit der anspruchsvollen Spielweise. Und da macht es mir persönlich auch richtig Spaß. Und das schon seit langer Zeit. Jetzt an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war alles klar. Ich bin ein bisschen in die Details eingegangen. Je nachdem, gibt es noch das eine oder andere Bild. Ich schaue einfach mal. Aber wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet oder irgendwelche Unklarheiten oder ihr besitzt und spielt es gerne, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren hinterlegen. Das von meiner Seite. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.